Letzte Woche endlich meine Facharbeit abgegeben und werde meine neu gewonnene Freiheit jetzt damit feiern, ein neues Buch anzufangen. Ich habe das Lesen so, so sehr vermisst in der Zeit, in der ich so intensiv an der Arbeit gesessen habe. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, als nächstes mit In 5 Jahren von Rebecca Searle anzufangen. Ich erhoffe mir, dass das Ganze eine sehr unterhaltsame Liebesgeschichte ist, die mich einfach in ihren Bann ziehen kann und vielleicht auch ein bisschen Abwechslung in das Genre bringt. Ich finde, der Klappentext klingt so danach, als könnte das Ganze ein etwas innovativeres Konzept sein und so ein bisschen frischen Wind in das Liebesroman-Genre bringen. Bin sehr gespannt, ob dieses Buch meine Erwartungen auch erfüllen kann und freue mich sehr, damit jetzt zu starten. Ich habe jetzt gerade die ersten 50 Seiten von dem Buch gelesen. Es geht hier um Danny, die ein super getaktes und durchgeplantes Leben führt. Sie ist eine sehr erfolgreiche Anwältin und arbeitet bei einer wirklich renommierten Anwaltskanzlei. Und sie bekommt dann direkt auf den ersten Seiten einen Heiratsantrag von ihrem Freund, dem sie natürlich zustimmt. Und irgendwie läuft in ihrem Leben einfach alles genau nach Plan und total, wie sie sich das schon immer vorgestellt hat. Als sie dann jedoch in der Nacht ihrer Verlobung einschläft, wacht sie auf einmal 5 Jahre in der Zukunft auf mit einem anderen Mann an ihrer Seite, in einer völlig fremden Wohnung und einem fremden Stadtteil. Und sie hat natürlich überhaupt keine Ahnung, wie sie da gelandet ist und ist dann super schockiert, als sie versteht, dass ihr Plan wahrscheinlich doch nicht so verlaufen wird, wie sie sich das vorgestellt hat und sie in 5 Jahren vielleicht doch an einem anderen Punkt ist, als sie eigentlich gedacht hatte. Sie wacht dann allerdings wieder in ihrem normalen Leben in der Gegenwart auf und denkt eben, dass das Ganze nur ein Traum war, der sie dann aber auch Jahre später immer noch nicht loslässt. Ja, das war bisher so der Einstieg. Ich finde das ganze Konzept auf jeden Fall super, super spannend. Auch der Schreibstil lässt sich richtig angenehm lesen. Ich bin echt ziemlich schnell durch die ersten 50 Seiten geflogen und hatte wirklich eine gute Zeit. Deswegen freue ich mich jetzt auch schon sehr doll drauf, da nachher noch drin weiterzulesen und bin echt gespannt, was mich hier noch erwartet. Mittlerweile in dem Buch auf Seite 209, habe jetzt also nur noch knapp 100 Seiten übrig. Und ich muss sagen, dass ich bisher wirklich total durch die Seiten durchgeflogen bin. Ich habe auch zwischendurch voll vergessen, euch nochmal zu updaten, einfach weil es sich echt so schnell weglesen lässt. Also es macht wirklich viel Spaß zu lesen, aber mir fehlt an vielen Stellen einfach so ein bisschen die Bindung zu den Protagonisten. Ich habe es bisher immer noch nicht so richtig geschafft, mich total in unsere Hauptprotagonistin hineinzufühlen und mich so in ihre Lage zu versetzen. Also diese ganzen Emotionen, die kommen irgendwie leider nicht so richtig bei mir an. Ich hoffe, dass sich das vielleicht auf den letzten Seiten nochmal ändern wird, weil die Geschichte eigentlich schon so emotionale Stellen hat, aber ich habe das bisher immer noch nicht so richtig gefühlt. Ja, ich bin sehr gespannt, ob sich das auf den letzten 100 Seiten vielleicht noch ändern wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, die zu beenden. Ich mag die Geschichte bisher sehr, sehr gerne und werde das Buch dann, denke ich, auf jeden Fall zeitnah beenden und euch dann berichten, wie es mir letztendlich gefallen hat. Thank you.
Also ich weiß nicht, was es ist, aber sobald ein Buch mich so zum Weinen bringt, wie dieses es hier gerade getan hat, bin ich hin und weg. Ich kann keine neutrale Bewertung mehr abgeben. Die letzten 70 Seiten haben mich gerade wirklich völlig zerstört und so emotional mitgenommen. Ich habe wirklich die ganze Zeit während des Lesens geweint. Ich konnte nicht mehr aufhören. Es war so krass und so mitreißend. Das hat jetzt irgendwie die ganzen vorherigen 200 Seiten komplett übertroffen. Und so ist ganz schnell mal eben aus einem mittelmäßigen Buch ein sehr, sehr gutes Buch geworden. Es war einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich fand vor allem das Ende irgendwie richtig, richtig schön. Es hat ein bisschen überraschend geendet, was mir sehr gut gefallen hat. Weil ich nämlich die ganze Zeit ein bisschen davor Angst hatte, dass die Auflösung mir nicht so gut gefallen würde, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es geht in eine Richtung, die nicht so richtig passt. Aber das hat sich nicht bestätigt und ich fand, dass es ein sehr, sehr rundes und gelungenes Ende war. Ja, ich würde das definitiv als Leseempfehlung an euch weitergeben. Ich hatte wirklich eine sehr, sehr gute Zeit mit dem Buch. Super, super schnell gelesen. Es hat mich jetzt gegen Ende so emotional mitgenommen. Ja, das fand ich sehr, sehr schön. Also falls ihr Lust habt auf eine herzerwärmende und zugleich auch sehr herzzerreißende Geschichte, dann ist das ja auf jeden Fall eine Empfehlung. Auch wenn bei uns momentan alles mit Schnee bedeckt ist, finde ich, man darf so Anfang, Mitte März schon langsam an den Frühling denken und ich freue mich wirklich schon sehr, sehr doll auf die wärmere Jahreszeit. Passend dazu möchte ich euch meinen neuen Schmuck von Hey Happiness zeigen. Das ist ein Schmucklabel aus Berlin und die machen wirklich super schönen und filigranen Schmuck. Und dieses Set, was ich hier habe, passt meiner Meinung nach wirklich perfekt zur kommenden Jahreszeit, zum Frühling, wenn wieder alles blüht. Die kleinen Vergissmeinnichtblüten sind wirklich super filigran und hübsch gearbeitet und ich habe mich direkt in das Design verliebt. Ich finde es wirklich wunderschön und ich glaube auch, dass es sehr, sehr gut zu mir und meiner Persönlichkeit passt. Ja, so, falls ihr auch noch auf der Suche seid nach einem neuen Schmuckstück, dann schaut auf jeden Fall mal bei Hey Happiness vorbei. Ich finde, die machen wirklich super hübsche, hochwertige und auch zeitlose Designs. Diesen Code hier bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Also stöbert euch super, super gerne mal durch. Ich kann euch den Schmuck auf jeden Fall nur sehr empfehlen und glaube, da ist echt für jeden was dabei. Ich werde jetzt als nächstes mit Nullzeit von Julie C. starten. Nachdem ich Neujahr von ihr ja total begeistern konnte, hatte ich richtig Lust, noch mehr von ihr zu lesen. Das Ganze ist ein Thriller und tatsächlich weiß ich auch gar nicht so viel mehr. Ich habe mir beim Kauf nur einmal den Klappentext durchgelesen und fand, dass es sehr, sehr gut klingt, aber irgendwie ist nicht so viel hängen geblieben. Deswegen lasse ich mich jetzt einfach überraschen. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, dass mir das Buch genauso gut gefallen wird wie Neujahr und dass es mich ebenso überzeugen kann. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr doll drauf und werde damit jetzt direkt starten. Ich habe heute meiner allerliebsten Bücherfreundin Tizi einen Besuch in Hamburg abgestattet. Und natürlich sind wir auch in den Buchladen gegangen und es durfte ein Buch mitkommen. Und so habe ich mir If He Had Been With Me von Laura Nolan gekauft. Auf das Buch bin ich durch TikTok aufmerksam geworden. Ich habe das irgendwie in letzter Zeit super oft gesehen und nur Gutes gehört. Das Buch soll richtig traurig sein und irgendwie hat mich das neugierig gemacht. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe in letzter Zeit irgendwie mal wieder Lust, so eine tragische Liebesgeschichte zu lesen. Ich habe mir den Klappentext
einmal durchgelesen und fand das ja ganz interessant. Klar, das ist aber schon ein bisschen her und deswegen habe ich jetzt wirklich irgendwie gar keinen blassen Schimmer mehr, worum es hier überhaupt geht. Aber ich freue mich sehr, sehr doll, das Buch jetzt hier zu haben. Ich habe das nämlich schon echt öfter jetzt gesucht in der Buchhandlung und heute habe ich es endlich auffinden können. Ich hoffe, dass ich es dann auch ganz bald lesen werde und ich werde euch natürlich dann berichten, wenn es soweit ist. Ich bin in Nullzeit, jetzt mittlerweile schon auf Seite 122. Das ist schon ungefähr die Hälfte des Buches. Und ich muss sagen, mir fiel schon der Einstieg sehr, sehr schwer, aber seitdem hat sich nicht so viel geändert, ehrlich gesagt. Ich bin die ganze Zeit relativ irritiert von der Geschichte. Ich weiß nicht so ganz, worauf diese Handlung hinauslaufen soll. Ich finde jeden Charakter, und es gibt nur vier, sehr, sehr seltsam und auch nicht wirklich sympathisch. Also sie sind alle ziemlich eigenartig und ich kann keine ihrer Handlungen und Entscheidungen so richtig nachvollziehen. Also die sind überhaupt nicht greifbar für mich. Ich habe das Gefühl, dass es bei diesem Buch nicht unbedingt schlecht sein muss, aber bisher weiß ich einfach nur nicht so wirklich, was damit anzufangen. Und ich hoffe sehr, dass die Handlung noch ein bisschen spannender wird und mehr Sinn ergibt, weil irgendwie aktuell plätschert das Ganze so vor sich hin und alles ist total merkwürdig und seltsam einfach nur. Teilweise geht mir das Ganze so ein bisschen auf die Nerven, muss ich leider sagen. Ja, deswegen hoffe ich einfach, dass sich diese ganze Geschichte nochmal ein bisschen in eine andere Richtung vielleicht entwickelt und ja, das Ganze einfach einen guten Wandel macht. Es geht hier um Sven, der auf einer sehr abgelegenen Insel eine Tauchschule führt und dort gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Antje lebt. Die beiden nehmen dann ein Paar bei sich auf, die dann einen privaten Lehrgang in Svens Tauchschule machen und dieses Paar ist super, super toxisch. Das wird ziemlich schnell klar. Also die beiden streiten sich am laufenden Band. Sven wird öfter Zeuge davon, wie einer der beiden versucht, den anderen umzubringen. Obwohl die beiden super verkorkst sind, spürt Sven irgendwie eine besondere Anziehung, besonders zu der Frau des Paares und fängt dann tatsächlich auch eine Affäre mit ihr an. Das ist so grob das, was auf dem Klappentext steht. Mehr ist allerdings auf den letzten 120 Seiten auch nicht passiert. Also ich hoffe einfach, dass da noch ein spannender Twist kommt und mich auf den nächsten 150 Seiten noch ein bisschen mehr Spannung erwartet. Ja, so viel erstmal dazu. Ich werde, denke ich, versuchen, das Buch heute noch zu beenden. Es ist ja wirklich nicht so dick und dann veranstalte ich vielleicht heute Abend einen kleinen Leseabend. Mal schauen. Und dann halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich bin jetzt auf Seite 183, habe jetzt also nur noch knapp 70 Seiten übrig, werde meinen Leseabend allerdings jetzt beenden. Es ist zwar erst 10 Uhr, aber ich bin echt todmüde und leider kann mich das Buch nach wie vor nicht so richtig begeistern. Irgendwie ist alles super, super zäh und die ganze Geschichte wird irgendwie immer verwirrender und verworrener und ich muss mich echt anstrengen, um das alles so zusammenzufügen und das große Ganze noch zu verstehen und nachvollziehen zu können. Ich habe echt keine Ahnung, worauf das hier noch hinauslaufen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Auflösung am Ende ist, ob es da noch einen großen Plot-Twist gibt oder so. Ich denke aber, ich werde für heute Abend Schluss machen und dann morgen die letzten Seiten lesen. Ich habe jetzt gerade eben Nullzeit beendet und leider hat mich das Buch von vorne bis hinten enttäuscht. Auch die letzten Seiten konnten mich leider nicht überzeugen. Es ist überhaupt nicht spannend geworden. Dem ganzen Buch hat meiner Meinung nach total das Ziel gefehlt. Es gab irgendwie keinen Aspekt, auf den ich hinfiebern konnte, der mich irgendwie interessiert hat. Es gab keine Leitfrage, die beantwortet werden musste. Zumindest hat sich das für mich nicht so angefühlt. Also irgendwie ist die Handlung die ganze Zeit so vor sich hingeplätschert und ich wusste gar nicht, worauf das alles hinauslaufen soll und wofür ich das jetzt eigentlich gerade erzählt bekomme. Ja, und an diesem Eindruck konnte dann leider auch das Ende nichts ändern. Ich konnte irgendwie echt wenig damit anfangen und ich weiß jetzt nicht so genau, was für das Buch mitteilen wollte. Ich finde, da wäre echt Potenzial da gewesen und vielleicht habe ich die literarische Genialität auch einfach nicht verstanden. Aber für mich persönlich war das leider totaler Flop. Ja, sehr, sehr schade. Ich hatte eigentlich große Hoffnungen in die Schreibkunst von Julie C. gesteckt. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, nochmal einem weiteren Buch von ihr eine Chance zu geben, weil Neuer mir schon echt richtig, richtig gut gefallen hatte und vielleicht war das hier einfach nur nicht so meins. Falls ihr das Buch schon gelesen habt, dann könnt ihr mir ja super gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch genauso ging wie mir oder ob es euch mehr überzeugen konnte. Ja, und an dieser Stelle würde ich den Vlog dann tatsächlich auch schon wieder beenden. Vergesst auf jeden Fall nicht, nochmal bei Happiness vorbeizuschauen. Dort bekommt ihr nämlich sogar bis zum 31.
30. März aber im Bestellwert von 39 Euro ein extra Schmuckstück dazu. Findet dazu natürlich alle Links in der Videobeschreibung, also schaut da super gerne mal vorbei. Ja, und ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle dann wieder von euch. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Macht's euch gemütlich und bis dann. Ciao!